So, ja, das sind wir wieder. Scheinbar schaltet sich die Canon nach einer gewissen Zeit aus. Es gibt so eine Einstellung, dass die sich nach einer Viertelstunde nicht ausschaltet. Aber offensichtlich macht sie das dann halt einfach, keine Ahnung, eine halbe Stunde später. Da muss ich mal gucken. Ich habe irgendwo, habe ich die Webcam noch rumliegen, dass ich die dann nehme. Ach ja, wir wollten ja Holz hacken. Vielen Dank fürs Warten. Jetzt kann ich auch erstmal den Busch hier wegnehmen. Diesen kleinen Busch, der fast aussieht wie ein Baum. So, da ist die Biene. Die flotte Biene. Jawohl, das habe ich mir nicht fast gedacht. So, die Bäume, die ich hier gepflanzt habe, sind auch schon wieder gewachsen. Das heißt, die können wir eigentlich wieder abbauen. So, ich glaube, der Monitor von mir, der macht langsam die Hufe hoch. Der geht aber an, aus, an, aus. Aber ich kann mich eigentlich nicht beschweren, denn ich habe ihn für einen Zehner gebraucht bei eBay bekommen. Und er hatte eigentlich einen Pixelfehler und sollte eigentlich auch nur als Second-Bildschirm dienen, quasi, als sekundärer Monitor. Und ja, dann war der Pixelfehler plötzlich weg nach einer kurzen Zeit. Und dann lief er wieder ja, super, also ohne Probleme. Hat dann ja anderthalb Jahre durchgehalten und das für 10 Euro. Schnäppchen. Muss dennoch bald ein neuer her. Ich versuch's nochmal mit Vollbild, mal sehen. Weil ich komme ständig immer auf die Taskleiste. Muss ich mal schauen, ob das dann im Stream immer noch ruckelt. Ja, man sieht das im übrigen Spiegel ganz richtig. Und der geht immer aus. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Scheinbar, ich habe keine Ahnung. Also, es wird immer schlimmer. Am besten tausche ich mal die Bildschirme, dass ich den hier als Secondary wieder nehme und den anderen wieder als Hauptbildschirm. Mal sehen, wie lange er jetzt hier noch durchhält. Und ich habe das Gefühl, dass er bei Vollbild, also wenn er im Vollbild also bei Spielen im Vollbild angesteuert wird, dass der dann stärker ruckelt, als wenn ich es halt im Fenstermodus spiele. Wobei Minecraft habe ich generell immer im Fenstermodus gespielt bis jetzt. Auch für die YouTube-Aufzeichnung mit Camtasia kann ich das auch nur über Fenstermodus aufzeichnen, da Camtasia
diese Java-Anwendung nicht als ja, Bild erkennt. Deswegen kann ich echt nur im Fenstermodus mit 1080 mal oder 9920 mal 1080 aufnehmen. Das ging hier bei dem ganz gut, weil der hat eine etwas größere Auflösung. Und deswegen konnte ich das halt, das Fenster dann halt entsprechend immer noch ein bisschen verschieben und so weiter. So. Jetzt habe ich Holz. Und ich habe ganz vergessen, was ich eigentlich mit dem Holz machen wollte. Egal, wir brauchen erstmal Holz. Ist generell nicht verkehrt. Und die Settlings hier mit einsammeln. Habe ich 9920 gesagt? Ich dachte eigentlich, dass ich 1920 gesagt habe. Aber bei 9920 ist es schon kein Curved-Monitor mehr. Wenn man den quasi biegt, dann kann man den um 360 Grad um sich herumdrehen lassen. Ultra-Curved quasi. Ich habe ganz vergessen, was ich machen wollte. Ich glaube, ich wollte Schubkästen dann machen, ne? Irgendwie sowas wollte ich doch tun. So, die Settlings. Das kann ich mal hier mit reinpacken. Genau, ein Surround-Monitor ist es dann, richtig? Was ist denn das? Was war denn das gerade? Was zum Henker? Ist das ein Kobold? Führt er mich jetzt zum Topf voll Gold? Das ist. Ach, das ist ein. Ach, Kacke, das ist so ein Baby. Enderman oder was? Tatsächlich, das ist ein Baby-Enderman. Geh weg! Nein! Geh weg! Geh weg! Scheiße! Nein! Fuck it! Oh, damn, shoot. Okay. Es wartet jetzt bestimmt draußen auf mich. Geh da weg. Oh nee, das kreicht auch so komisch. Ist ja eklig. Oh nee. Kann sich das hier reinporten? Warum zittert das so? Ist es ihm kalt oder was? Huh. Okay, naja, wir wollten ja Drawer bauen. Also brauchen wir hier auf jeden Fall zwei Kisten und der Rest ist Holz. Wie viel machen wir denn erstmal?
1, 2, 3, 4. Das könnte man ja dann so wie so ein Hochregallager machen. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal 12 Stück. Das heißt, ich brauche wieder 24 Kisten. In der Zeit kann sich das Vieh ja verpissen. Das ist ein kleiner Crack-Goblin, genau. Over, ja. Sechzehn. Das Holz wird nicht reichen. So, 24. Warte mal. Ich habe noch ein bisschen Holz in der Tasche. Ich glaube, das Vieh ist wieder weg. Guck an, das geht doch komplett auf. Hä? Warte mal. Ach so, und damit habe ich was vergessen, scheinbar. Kann man das eigentlich kombinieren, die verschiedenen Holzarten? Dass wenn ich jetzt hier in der Mitte. Ah, cool, das geht. So, gut. Kamera ist schon wieder ausgestiegen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal weiter ohne Facecam. Ich werde das Bild einfach hier wegploppen. So. Und dann ist gut. Dann haben wir halt kein Bild mehr, keine Facecam. Und wir müssen uns noch was anderes überlegen. Ich habe auch keine Lust, das ständig immer wieder anzuschalten. Das geht mir an etwas doch auf den Sack. So, Jetzt müssen wir mal schauen. Wir können ja dann später auch an die. Oh, aua. Ich muss erstmal richtig hinsetzen wieder hier. Wir können dann später auf jeden Fall so eine Art Sortiermaschine hinbauen, die das dann automatisch in die Schubkästen einsortiert. Ich glaube, es wäre vielleicht doch cleverer gewesen, diese 2x2 Drawer zu nehmen. Denn von dem Gemüse haben wir jetzt nicht so viel. Warte mal, dann erstmal die Zucchini haben wir hier. Was haben wir noch am meisten? Kann man das noch sortieren? Nee. Das hier, Wheat. Coffee Beans. Jo, kein Thema. Dann würde ich sagen, gute Nacht an meinen treuen Fan, meinen treuen Fanboy, der hier zuguckt. Und sich darüber wahrscheinlich extremst amüsiert, wie ich hier übelst fehle. Salz können wir auch noch mit reinmachen hier.